Ja, herzlich willkommen zum Workshop Fördermittel und Fundraising, dein Weg zur erfolgreichen Finanzierung. Mein Name ist Caroline Gaffron und ich bin seit bereits über 14 Jahren im Bereich der NGOs und gemeinnützigen Organisationen unterwegs und dort oft auch und sehr oft und viel mit der Fördermittelgewinnung beschäftigt. Ich habe bereits selber drei Organisationen, gemeinnützige Organisationen gegründet und meine letzte Organisation, die ich im Sommer 2023 gegründet habe, die Bildung for Finance GOG, beschäftigt sich eben rund um die Themen der finanziellen Bildung. Zum einen oder vor allen Dingen geht es um finanzielle Bildung für Frauen und Menschen mit Fluchterfahrung, Migrationsgeschichte. Aber aufgrund meiner Erfahrung eben in dem ganzen Fördermittelbereich, Fundraising-Bereich, gibt es auch um Projekte und Workshops zum Thema Fördermittelgewinnung. Genau, das haben wir nämlich heute auch vor. Ich werde euch ein bisschen was zu den Grundlagen der Fördermittel erzählen und auch einen kleinen Überblick über weitere Fundraising-Strategien geben. Was sind eigentlich Fördermittel? Was sind ihre wichtigsten Kriterien und welche Voraussetzungen für die Beantragung brauchen wir? Und wie können wir Fördermittel recherchieren? Wie können wir einen Blick in dem Dschungel finden. Das sind die Fragen, auf die ich heute gerne euch eine Antwort geben möchte. Fördermittel sind finanzielle Unterstützung für gemeinnützige Projekte, die in der Regel nicht zurückgezahlt werden müssen, wenn eben die vereinbarten Bedingungen erfüllt worden sind. Man kann verschiedene Fördermittel unterscheiden. Gibt zum einen staatliche Förderung. Also das sind Fördermittel, die von der Bundesregierung unter anderem bereitgestellt werden. Diese sind häufig themenübergreifend und unterstützen Projekte, die bundesweite Bedeutung haben, zum Beispiel Programme zur sozialen Integration oder Bildungsinitiativen, dort als Beispiel genannt Demokratie leben. Das war auf Bundesebene. Dann gibt es noch staatliche Förderung auch auf Länderebene. Das heißt, jedes Bundesland bietet spezifische Programme an, die auf regionale Besonderheiten zugeschnitten sind. Beispiele sind dafür Programme zur Kulturförderung, für Umweltinitiativen oder soziale Projekte, die eben die lokalen, die länderspezifischen Herausforderungen angehen. Also zum Beispiel Bildungschancen NRW. Und dann gibt es noch auf der untersten Ebene sozusagen im Bereich der Kommune eben Förderungen auf kommunaler Ebene, die oft mit weniger Bürokratie verbunden sind. Sie unterstützen häufig kleinere lokale Projekte, die das Gemeinwohl fördern, zum Beispiel Nachbarschaftsinitiativen oder Freizeitangebote für Jugendliche. Dann darf man natürlich auch die EU-Fördermittel nicht vergessen. Die kann man entweder direkt über die EU, als bestes Beispiel ist dafür zum Beispiel Erasmus Plus zu nennen, oder indirekt über die Bundesländer oder auch ja, über den Bund verfügbar, als Beispiel dort ESF Plus. Bei den EU-Fördermitteln muss man natürlich dazu sagen, sie sind sehr bürokratisch. Man muss längere Anträge schreiben. Man muss ja oft erstmal kompliziertere Wege der Abrechnung gehen. Meine Erfahrung ist aber, es lohnt sich, sich dort mal reinzufuchsen, sozusagen mal zu schauen, was gibt es für Fördermittel, Förderungen, die für meinen Verein oder für meine Organisation in Frage kommt, da man da auch oft mehrmals Fördergelder beantragen kann, natürlich für verschiedene Projekte, aber EU-Gelder sind erstmal dort da. Das heißt, wenn man sich dann einmal in diese ganze Mechanerie hineingearbeitet hat, dann macht es eben Sinn, das nicht nur einmal zu tun, weil man da natürlich sehr viel Zeit erstmal vielleicht in die Abrechnung oder auch in das Antragswesen steckt, sondern das dann auch fortlaufend zu tun, weil dann natürlich auch eine große Zeitersparnis da ist, wenn man weiß, wie es funktioniert. Oft muss man bei EU-Mitteln, also gerade die direkt über die EU gehen, also wie zum Beispiel Erasmus oder
andere Programme braucht man meistens einen zweiten oder einen dritten Partner in einem anderen EU-Land. Beim ESFF Plus Programm ist das nicht notwendig und auch bei den direkten Programmen findet man vereinzelt auch Förderprogramme, die keinen zweiten Partner brauchen, wie zum Beispiel das Partizipationsprogramm, wo eben Projekte von und für junge Menschen im Bereich Partizipation beantragt werden können. Ein anderer großer Fördertopf sind immer die der privaten Stiftungen. Es gibt rund 24.000 Stiftungen bürgerlichen Rechts. Davon sind ja ca. 50% fördernd mit einem Gesamtvolumen von geschätzt 3 Milliarden Euro, also schon auch eine Menge Geld. Und die Stiftungen fördern eben spezifische Themen wie Bildung, Gesundheit, Kultur, genannt wie zum Beispiel die Robert-Bosch-Stiftung. Zu dem Thema der Stiftungen, wie man dort Gelder beantragen kann und worauf man achten muss, komme ich gleich nochmal. Ich möchte gerne noch den Überblick fortsetzen, wo man überall Fördermittel beantragen kann oder wie man Gelder erhalten kann. Ein großer Pott sozusagen sind auch die Lotteriemittel, also Förderungen aus Lotterien wie Aktion Mensch oder der Deutschen Postcode Lotterie können beantragt werden und diese Gelder werden durch die Erlöse aus Lotterien generiert und eben an die gemeinnützigen Projekte vergeben, oft im Bereich Inklusion, Umwelt und Sozialprojekte. Also die etablierten hatte ich ja schon gesagt, also Aktion Mensch ist, glaube ich, so das bekannteste Beispiel, aber auch Glücksspirale. Und es entstehen auch immer mal wieder neuere Lotterien, wie beispielsweise auch Freiheit Plus, wo auch die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung mit involviert ist. Ansonsten gibt es auch sogenannte sonstige Förderfonds, also Spendenaktionen wie von RTL oder von DM, von Rossmann, von Penny oder ein Herz für Kinder bieten eben zusätzliche Fördermöglichkeiten. Da muss man immer mal gucken, was passt, was sich lohnt. Oft sind diese Fördermöglichkeiten verbunden mit medialer Aufmerksamkeit. Also man muss sozusagen sich online stellen und also Spender, Spenderinnen gewinnen oder die zumindest für einen abstimmen, damit man da in die nächste Runde kommt. Oder wenn man zum Beispiel, ich glaube, bei Rewe gibt es das auch, wo man dann ausgewählt werden kann als einer der 2, 3 Vereine in der Umgebung und Menschen müssen dann für einen abstimmen und die Karte sozusagen nach dem Einkauf dort einwerfen. Das heißt, es hat auch viel mit, also man muss Ressourcen auch in die Öffentlichkeitsarbeit stecken. Das sollte man dabei immer nicht vergessen. Ein anderer Punkt, den ich auch immer wichtig finde zu erwähnen, wo man auf jeden Fall gucken kann, dass man dort sich bewirbt, sind die Förderpreise. Die werden von verschiedensten Institutionen vergeben für verschiedenste Projekte oder auch Personen. Und das Gute an den Förderpreisen sind, zum einen sind sie oft zweckungebunden. Das heißt, ihr könnt sie für satzungskonforme Zwecke in der Organisation verwenden, aber nicht gezielt für ein Projekt. Das heißt, man kann damit zum Beispiel auch Overhead-Kosten oder Kosten aus dem Backoffice finanzieren, was immer gut ist, oder sie als Drittmittel für ein größeres Projekt mit einberechnen. Und das andere Gute ist, man hat ja im besten Fall schon mal eine Förderung bekommen für dieses Projekt, was man durchgeführt hat. Das ist dann eben so gut, dass man das gerne auch anderen zeigen möchte und bekommt dafür einen Preis. Das heißt, dieses eine Projekt wurde sozusagen dann, es ist keine Doppelfinanzierung, aber hat für dasselbe Projekt zweimal Geld bekommen. Das heißt, das ist eben auch eine gute Möglichkeit. Und noch so ein Hinweis, wenn man so dran denkt, also Förderer agieren schon auch wie Investoren. Also sie fördern eben nur Aktivitäten, welche ihre eigenen Ziele im Fokus haben. Also sie suchen sich Partner aus, welche sie vertrauen können. Und gleichzeitig sollte man eben auch bedenken, ob man deren Motive, also der Stiftungen oder der Institutionen, die Förderpreise vergeben oder von wem man immer auch das Geld bekommt, ob man deren Motive und Interessen auch teilt und übereinstimmen.
Denn durch die Förderung wird eben auch das eigene Projekt immer auch Träger der Ideen und Ziele der Geldgeber. Und wenn man da Bedenken hat, sollte man den auf jeden Fall auf den Grund gehen und sich dann gegebenenfalls eben auch gegen eine Förderung entscheiden, wenn das nicht zu den, zu den Idealen beispielsweise einer Organisation passt. Aber wie fördern Stiftungen eigentlich? Es gibt drei Arbeitsweisen von Stiftungen. Das ist wichtig zu wissen, wenn man zum Beispiel Stiftungen sucht, zum Beispiel beim Bundesverband Deutscher Stiftungen. Es gibt einmal die operativen Stiftungen, also das heißt, sie verfolgen ihren eigenen Zweck und initiieren eigene Projekte. Dann gibt es die fördernden Stiftungen, die eben fördern, also sie fördern Dritte, das sind die, von denen wir Geld bekommen können. Und dann gibt es eben auch viele Stiftungen, die in beiden Bereichen tätig sind. Das heißt, sie setzen zum einen eigene Projekte um und sind da vielleicht auch auf der Suche nach Kooperationspartnern und vergeben aber auch Stiftungsgelder für andere Projekte. Ganz wichtig, Förderungen durch Stiftungen sind immer befristet und beziehen sich in den meisten Fällen auf ein konkretes Projekt mit konkreten Zielen, die eben dem Stiftungszweck dienen. Eine Stiftung hat eine Satzung und da muss das sozusagen konform mit den Satzungszielen sein, die Projekte, die sie dann fördern. Genau, ein paar Sachen hatte ich jetzt schon angesprochen, was die Voraussetzungen und die Kriterien sind. Genau, das Projekt muss gemeinnützige Zwecke verfolgen. In den meisten Fällen ist dazu auch ein rechtlicher Hintergrund notwendig. Das heißt, man muss die Gemeinnützigkeitsbescheinigung des Finanzamts haben, also selbst ein Verein sein, ein gemeinnütziger Verein, eine gemeinnützige UG oder eine gemeinnützige GmbH. Manchen oder vereinzelt kann es vorkommen, dass auch Einzelpersonen oder Gruppeninitiativen Förderungen beantragen können. Das ist aber ja von Fall zu Fall abhängig und oft eher ein Einzelfall. Das sind jetzt natürlich ne, das Ziel, also das, die Ziele müssen eindeutig formuliert und erreichbar sein. Das heißt, man sollte da sich eben auch an der SMART-Formel orientieren, also spezifisch. Das Ziel sollte klar und präzise formuliert sein. Es muss eindeutig sein, was genau erreichbar werden soll. Es soll messbar sein, also es sollte möglich sein, den Fortschritt und den Erfolg des Ziels zu messen. Dazu braucht es eben konkrete Kriterien, zum Beispiel eine Zielsumme oder eine genaue Anzahl von TeilnehmerInnen. Es sollte attraktiv sein, also das Ziel sollte herausfordernd, aber auch motivierend sein. Es muss bedeutsam sein und die Beteiligten anspornen. Es muss realistisch sein, also das Ziel sollte erreichbar sein unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten und Rahmenbedingungen. Und es soll terminiert sein, also es muss ein klarer Zeitrahmen erkennbar sein, bis wann das Ziel erreicht werden soll, also zum Beispiel bis Ende des Monats oder innerhalb von 3 Monaten oder bis Ende des Jahres. Es ist oft gewünscht, dass die Projekte nachhaltig angelegt sind, also das Projekt soll langfristig wirken und nach der Förderperiode weiter bestehen können. Also das bedeutet, es muss gezeigt werden, wie die Wirkung des Projekts auch über die Förderperiode hinaus bestehen bleiben kann, zum Beispiel durch ein Folgeprojekt oder einer dauerhaften Implementierung. Das ist oft ein bisschen schwierig, weil man natürlich dafür dann wiederum Anschlussfinanzierungen braucht und Fördergeber gerne neue Projekte fördern, beziehungsweise was Innovatives. Auch da aber kann man gucken, wo kann man ein altes Projekt, also ein bereits durchgeführtes Projekt, was gut läuft, was man gerne weiterführen möchte, aber natürlich Schwierigkeiten hat,
eine Anschlussfinanzierung zu finden, weil eben nicht genau dasselbe Projekt nochmal finanziert wird, beziehungsweise keine, oft steht dann drin, wir finanzieren keine laufenden Projekte oder Projekte, die schon gestartet sind. Da muss man dann manchmal ein bisschen kreativ sein und sagen und gucken, okay, welche Stellschraube von diesem Projekt können wir ändern? Können wir zum Beispiel die Zielgruppe entweder erweitern oder können wir die Zielgruppe spezifizieren und sagen, okay, wir brauchen jetzt noch, wir haben jetzt 3 Jahre lang ein Beratungsangebot durchgeführt für geflüchtete Menschen, das läuft total gut, wollen das auf jeden Fall weiterfinanzieren, müssen aber gucken, wo kann man das ein bisschen verändern, damit man eben neue Projektgelder akquirieren kann. Und da wäre dann zum Beispiel so ein Beispiel, dass man sagt, okay, wir haben gemerkt, Frauen sind beispielsweise in der Beratung unterrepräsentativ vorhanden oder kommen seltener. Woran liegt es? Vielleicht müssen wir eine spezifischere Beratung auch für Frauen anbieten. Und das ist das und das und das ist in diesem Projekt beinhaltet es, dieses Projekt. Und im besten Fall baut man das dann so auf, dass man jetzt in diesem Beispiel die allgemeine Beratung hat und sozusagen das Neue ist eben die spezifische Beratung nur für Frauen, aber das Projekt, was man finanzieren möchte, beinhaltet auch die allgemeine Beratung. Das Neue ist eben, dass dann beispielsweise an einem Tag noch nur für Frauen only eine Beratung angeboten wird. Aber man hat trotzdem das alte Projekt mit in das neue Projekt rübergenommen. Oder man sagt, okay, wir haben diese Beratung bis jetzt nur im Büro angeboten. Wir merken aber, es besteht noch viel mehr Bedarf auch an anderen Orten, also dass man dann sagt, okay, dann dazu kommt noch eine mobile Beratung oder man macht es in der Altersgruppe oder nach Altersgruppen, nach Standorten an anderen Bezirk beispielsweise, also man da ein bisschen guckt, es muss kein neues Projekt sein, es muss nur was Innovatives, Neues, aber das nur an so, kann man an kleineren Stellschrauben schrauben, um das zu rechtfertigen. Genau, ganz wichtig ist natürlich ein Finanzplan, ein Finanzierungsplan. Also das ist essentiell, um den Geldgebern zu vermitteln, wie die Mittel verwendet werden. Dazu gehört eine detaillierte Auflistung aller Ausgaben und eben auch eine Erklärung, wie eventuelle Eigenmittel oder andere Finanzierungsquellen eingebracht werden. Transparenz ist da sozusagen der Schlüssel, weil natürlich die Fördergeber wissen wollen, was mit dem Geld passiert. Oft hat man ja ein Projekt und guckt dann, okay, wo kann ich Fördergelder beantragen? Und da ist es eben ganz wichtig und dann passen verschiedene Fördergeber vielleicht drauf, ganz wichtig, den Antrag individuell auf den jeweiligen Förderer zuschneiden, dass dieser zugeschnitten ist. Das ist im Prinzip wie eine Bewerbung. Also man sollte gucken, jede Institution hat unterschiedliche Anforderungen und Schwerpunkte und es ist wichtig, diese eben auch zu beachten und den Antrag eben entsprechend anzupassen, um eben auch die Chancen auf eine positive Rückmeldung zu erhöhen. Ein weiterer Punkt, der auch sehr wichtig ist, ist der, wenn möglich, der persönliche Kontakt. Also der direkte Kontakt verbessert eben Bewilligungschancen. Zum einen meint man damit den persönlichen Kontakt, wenn man zum Beispiel eine Förderausschreibung sieht, da auf jeden Fall zu versuchen, vorher anzurufen, wenn eine Telefonnummer oder auch eine E-Mail-Adresse angegeben ist, vorher einfach mal abzuklopfen, macht es überhaupt Sinn, dass ihr mit eurer Projektidee dort einen Antrag einreicht? Ist es sozusagen, hat es überhaupt eine Chance, eine Aussicht auf Erfolg, wenn man zum Beispiel dann herausbekommt, okay, im letzten Jahr haben sich 700 Projekte beworben auf eine Förderung, die für 10 Projekte ausgelegt ist, dann sollte man sich gut überlegen, ob das überhaupt sinnvoll ist, dort seine Zeit hineinzugeben, weil die Chancen ja relativ gering sind, eine Förderung zu erhalten, aufgrund einfach der Menge an Förderungen, an Projekten, die dort reingehen. Und zum anderen kann man auch mal abklopfen, ob es thematisch überhaupt passt. Genau, deswegen ist es immer gut, zu versuchen, jemanden dort zu erreichen. Und natürlich kann man auch so auf Netzwerkveranstaltungen gehen oder auf Informationsveranstaltungen von diesen Stiftungen, von den Fördergebern, um einfach im direkten Gespräch Sachen abzuklopfen, um auch die Erwartungen zu klären und die Chancen dann zu erhöhen auf eine Bewilligung.
Manchmal geben die, oder ist Unterschied, also genau, oft, ich sag mal vielleicht eher oft, gibt es vorhandene Formulare oder Leitlinien, Leitfragen, an die man sich halten kann, wenn man einen Projektantrag stellt. Manchmal ist es eben relativ offen gehalten und dann muss man eben eine präzise Konzeptmappe erstellen. Also die sollte alle wichtigsten Aspekte des Projekts enthalten, also Ziele, Zielgruppen, Zeitplan, geplante Maßnahmen und die erwarteten Ergebnisse. Genau, das erleichtert eben den Entscheidern, sich schnell ein Bild zu machen. Mit realistischen Erfolgschancen ist zum einen gemeint das Thema, was wir eben schon hatten, mit dem persönlichen Kontakt, einfach zu gucken, kriegt man vorher eben raus, wie realistisch ist unser Projekt, um dort eine Bewilligung zu bekommen. Aber es ist eben auch wichtig, potenzielle Wartezeiten und mögliche Verzögerungen bewusst zu sein und eben einen realistischen Zeitplan und der Blick auf alternative Finanzierungsmöglichkeiten hilft halt eben auch Engpässe zu vermeiden, wenn die Fördergelder nicht rechtzeitig fließen, gerade wenn es vielleicht ein Projekt ist, was ein bisschen länger gehen soll, mit eben, wo ich es meinte, ne, verschiedene Stellschrauben dann vielleicht an verschiedenen Stellschrauben gedreht werden kann. Genau, das ist eben gut zu wissen, ob es eben 2 Monate dauert, bis eine Bewilligung kommt. Oder bei manchen, beispielsweise bei den Lotto-Stiftungen, kann es auch bis zu 9 Monate dauern. Bei manchen Stiftungen gibt es nur zweimal im Jahr so eine Sitzung, wo über solche Anträge entschieden wird. All das muss man natürlich erstmal herauskriegen. Kommen wir nun dazu, zum Durchblick im Förderdschungel sozusagen, also zum Thema Fördermittelrecherche und wo kann ich anfangen. Es gibt sehr viel zu finden dazu. Es gibt viele Sachen im Netz, wo man recherchieren kann, aber ich verstehe und ich weiß auch, dass es manchmal schwierig ist, da so einen Durchblick zu erhalten. Deswegen habe ich jetzt auf den nächsten 2 Folien relativ viele Links, die ihr euch gerne alle in Ruhe angucken könnt. Ich gehe kurz jetzt auf ein paar mehr ein und erzähle, was es dort gibt. Ich kann leider jetzt den Link nicht öffnen, aber tut es gerne dann, während ihr euch das Video anguckt, könnt ihr auch parallel vielleicht in den Links stöbern. Also es gibt bei Netzwerk Selbsthilfe gibt es ein Buch, eine Broschüre mit einem umfassenden Überblick über Fördertöpfe, sortiert nach Themenbereiche und Regionen. Das, wenn man so etwas noch nicht zu Hause hat oder in der Organisation hat, würde ich als erstes dazu raten, mir einmal so eine Buchübersicht zu kaufen, weil eben der Vorteil ist, dass man das als Buch vor sich hat, einfach blättern kann, man kann sich Post-its reinmachen, man kann was markieren. Ich finde es immer ganz schön, das auch mal haptisch in der Hand zu haben. Man muss es nicht jedes Jahr oder alle 2 Jahre neu sich holen. Ich denke mal, so alle 5, 6 Jahre macht es Sinn. Aber ansonsten ist klar, es kommen neue Förderungen dazu, aber die kann man sich dann auch mal im Netz zusammensuchen. Aber um so einen ersten Überblick und so ein erstes Gefühl zu bekommen, okay, was ist eigentlich möglich? Welche Stiftungen, welche Fördergeber würden denn zu mir passen, finde ich immer so ein Buch hilfreich. Und das gibt es eben bei Netzwerk Selbsthilfe. Ich glaube, es kostet so 24, 25, 26 Euro. Die haben auch ein Buch zum Thema Wettbewerbe und Preise. Also das, was ich vorhin auch meinte, es lohnt sich also beide vielleicht sich mal zu holen. Ein anderes Buch, was es gibt, ist vom Förderlotsen. Das ist ein bisschen auch, also da sind auf jeden Fall mehr Fördermittelgeber drin. Es ist auch dicker, kostet dann dementsprechend auch mehr. Der Vorteil, den ich da finde, ist, wenn man dieses Buch kauft, zumindest ist aktuell so, das kostet, ich weiß gerade nicht genau, ich glaube so um die 80 Euro, kriegt man aber nochmal 3 Monate auch einen kostenlosen Zugang zu der Online-Datenbank.
Und das finde ich einen großen Mehrwert, weil gerade wenn man eher eine kleinere Organisation ist, ist es ja so, dass man jetzt nicht super viele Projekte in den verschiedensten Bereichen für die verschiedensten Zielgruppen durchführt, sondern das ist ja alles, entweder sind es vielleicht verschiedene Projekte, Projektarten für dieselbe Zielgruppe oder es ist ein ähnliches Projekt für verschiedene Zielgruppen. So ist ja oft die Logik. Das heißt, aus meiner Erfahrung kommen eh nur, lass es 20 bis 30 Förderungen, die eh sozusagen nur passen. Und die kann man sich in diesen 3 Monaten halt sehr gut einfach mal da rausziehen und sich selber vielleicht auch eine Excel-Tabelle bauen oder in was für ein Format man das macht, um einen die wichtigsten Förderungen und Fördergeber auch mal aufzuschreiben und sich vor allen Dingen auch so Alerts, Termine zu machen, wann da die Deadline ist und was es dafür braucht. Man muss gucken, bei manchen, wie bei Aktion Mensch, weiß ich nicht, aber Deutsches Hilfswerk, Postcode-Lotterie, glaube ich auch, bei Erasmus, muss man auch erstmal die Organisation vorher registrieren, bevor man überhaupt den Antrag stellen kann. Manchmal gibt es auch dafür eine Deadline, dass sozusagen erstmal nur die Organisation zertifiziert wird, dass sie dort Anträge schreiben kann. Das ist wichtig, weil sonst verpasst man eben dann wiederum den Antrag und oft ist der eben nur alle halbe Jahre oder manchmal sogar nur einmal im Jahr. Deswegen meine Empfehlung, sich so ein Buch zu kaufen, einmal durchzustöbern, die wichtigsten Sachen mal rauszuschreiben, einen Überblick für sich zu schaffen und selbst sich eben eine Excel-Liste oder was, für, was auch immer einem passt, eine Datenbank aufzubauen. Genau, dann gibt es auch Haus des Stiftens, da gibt es auch, muss man sich auch registrieren, da gibt es auch Förderprogramme. Dann gibt es hier Fördermittelfinder der Freiwilligenagentur und Supresports, das sind auch Förderdatenbanken. Supresports eben für soziale Initiativen im Bereich Sport, aber auch kann man auch mal gucken, generell für, ja, auch für junge Menschen. Und die sind immer sehr gut aufgebaut. Dann kann man entweder suchen nach Stichwörtern wie Geflüchtete, Partizipation, Jugendbeteiligung, nachhaltige Umwelt, solche Geschichten. Einfach mal, man muss ein bisschen rumspielen. Und wenn man das öfters macht, dann merkt man auch immer wieder, es tauchen immer wieder dieselben oder ähnliche oder ja, dieselben Förderprogramme auf. Also scheint es dann doch die zu sein, die für euch in Frage kommen. Was ich euch auch sehr empfehlen kann, ist die Förderprogramme von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Die haben auch eine Förderdatenbank, die haben selber Mikroförderprogramme und sie haben, was ich auch gut finde, viele Webinare oder auch Videos, wo sie auch nochmal auf die verschiedensten Themen von gemeinnützigen Organisationen, auch zum Beispiel, wenn man gerade gründen möchte, auch zum Thema Fundraising, gibt es viele Möglichkeiten, sich dort zu informieren oder auch beraten zu lassen. Genau, wie gesagt, hier nochmal die Übersicht. Es gibt, wie gesagt, verschiedenste Datenbanken, also auch zum Thema Kulturförderung, Europa. Es gibt eine Datenbank des Bundes, wo die bundesweiten Förderungen drin sind, aber eben nicht nur für gemeinnützige Organisationen, sondern wirklich für alles, auch für Bauvorhaben. Da muss man an der Seite dann gut filtern, damit man da die Übersicht bekommt. Es gibt die Stiftungssuche.de, wo man zum Beispiel nach Bürgerstiftungen suchen kann. Da gibt es eine kostenfreie Version, mit der man leider nicht so viel arbeiten kann. Also da kann man zwar ein Stichwort eingeben und eine Postleitzahl meiner Meinung nach oder einen Ort. Mehr filtern geht leider nicht, sondern es geht dann nur in der Bezahlversion. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, das ist relativ teuer. Ich weiß nicht, ob man das jetzt für kleine Projekte das so notwendig ist. Genau, die Lotterien hatte ich ja schon gesagt. Da gibt es beim Förderlotsen, genau, die haben auch einen Blog und da schreiben die halt immer auch mal Artikel und da gibt es auch einen Artikel zu den Lotteriemitteln, zu den verschiedenen und den kann man sich auch gerne mal durchlesen und natürlich auch zu gucken, was gibt es für regionale Förderer. Also zum Beispiel regionale Bankenstiftungen, Sparkasse, vom Edeka, es gibt eine Edeka-Stiftung, wo
wo aber nur der lokale Edeka-Kaufmensch sozusagen einen Antrag stellen kann. Aber da kann man ja, wenn man einen Edeka in seinem Ort hat, wenn man jetzt vielleicht eher im ländlichen Raum lebt und da gibt es eben nur diesen einen Edeka, vielleicht kann man mit dem dann auch mal sprechen und sein Projekt vorstellen und vielleicht findet er das so gut, dass er darüber versucht, einen Antrag dann bei der Edeka-Stiftung zu stellen. Genau, so ein bisschen hat es sich jetzt auch schon anklingen lassen, was, wenn ich jetzt mir das alles durchlese, wenn ich recherchiere, wenn ich Datenbanken, wenn ich die Bücher angucke, was ist wichtig zu wissen, welche Förderprogrammdetails. Also natürlich so die Inhalte, notiert euch die Schlagwörter, die dem Fördergeber oder der Fördergeberin wichtig sind, also zum Beispiel Leuchtturmprojekt, Partizipation, Folgeprojekt und verwendet diese dann auch im Antrag und auch gerne mehrmals, also am Anfang, Mitte, Ende, sodass der Fördergeber eben gleich sieht oder die Fördergeberin, ah, okay, das, ja, das hat irgendwas mit uns zu tun. Guckt, wer kann die Anträge stellen. Nichts ist doofer, als wenn man an formalen Fehler sozusagen scheitert. Ich kenne, also bei den großen, bei Aktion Mensch und so weiter, bei den großen Lotteriestiftungen, unter anderem auch bei anderen weiß ich es nicht, aber bei dem weiß ich sicher, ist es zum Beispiel so, dass sie nur Organisationen fördern, die, wo eine Person nicht die Mehrheit hat. Das ist vor allen Dingen bei gemeinnützigen UGs oder gemeinnützigen GmbH der Fall. Bei den Vereinen gibt es das ja nicht so direkt. Das heißt, da müssen mindestens drei Gesellschafter, Gesellschafterinnen mit, also müssen in dieser Organisation sein, damit nicht eine Person mehr als 50% hat. Das ist wichtig zu gucken. Oder können nur Migrantenorganisationen Anträge schreiben, stellen, gehen nur Kinder- und Jugendhilfeträger und so weiter. Auch genau zu gucken, wer ist die Zielgruppe? Sind das nur Kinder und Jugendliche? Und wenn Sie von Kinder und Jugendlichen sprechen, bis zu welchem Alter sprechen Sie darüber? Ist es 21, ist es 18, ist es 26? Auch da gibt es Unterschiede. Sind die Anträge nur für Menschen, also die Zielgruppe nur Menschen mit Zuwanderungsgeschichte oder vielleicht nur Mädchen oder. Guckt da genau hin, damit eben das nicht daran scheitert. Genau, Zeitplan beachten. Ne? Wann ist eben die Antragsdeadline? Wann sind die möglichen Projekte Start und Startende, Projektende? Wie hoch ist die Fördersumme? Gibt es Beiträge, also stehen die Beträge fest? Von bis, ist es eine festgelegte Fördersumme, ist es eine Maximalfördersumme, manchmal gibt es auch Minimal, also eine Mindestfördersumme. Wenn es dort nicht steht, versuchen eben telefonisch oder per E-Mail herauszubekommen. Auch wenn das auch nicht möglich ist, könnte man einfach auch nochmal gucken, was haben Sie in der Vergangenheit gefördert, wie hoch war da die Summe. Genau, gibt es einen Eigenanteil, also wie hoch ist der? Es ist zwingend notwendig, einen Eigenanteil zu haben. Im besten Fall ist es das nicht. Meistens ist es aber so, dass zwischen 10% und 20% als Eigenanteil notwendig ist. Und guckt auch, welche Kosten werden gefördert. Manchmal kann es sein, dass sie sagen, wir fördern nur Honorar- und Sachkosten und eben keine Personalkosten. Auch das ist wichtig. Genau, und noch weitere Tipps, wie ihr recherchieren könnt oder wie ihr noch an Fördermittelinformationen kommt, abonniert auf jeden Fall Newsletter, also wie die vom Haus des Stiftens, vom Förderlotsen, vom Fördermittelbüro, Suprasports oder Europäischen Sozialfonds, aber auch regionale Förderprogramme bieten oft Newsletter an, sodass man immer die aktuellsten Förderungen für seine Region bekommt. Ansonsten könnt ihr auch mal schauen, bei euch ähnlichen Organisationen, wer diese fördert oder eben bei den Förderern nach geförderten Projekten schauen, wo ihr euch bewerben möchtet oder die euch schon fördern. Welche Projekte fördern diese noch und wer dann deren Organisation fördert, um einfach so ein Gefühl zu bekommen, okay, das gibt es alles. Genau, das war alles so ein bisschen im Schnelldurchlauf rund um die Förderung bei Stiftungen. Und jetzt wollten wir noch mal einen kurzen Blick auf alternative Fundraising-Strategien blicken. Also da gehe ich kurz auf direkte Spendenaktionen, Crowdfunding
Kooperationen und Unternehmensspenden, Veranstaltungen, Patenschaften und Bußgelder ein. Genau, ich glaube, direkte Spendenaktionen ist für jeden von euch ein Begriff. Also das ist eben die persönliche Ansprache oder die gezielte Kampagne, wo du direkte Unterstützung mobilisieren kannst. Also zum Beispiel eine Spendenbox bei Veranstaltungen oder, was jetzt natürlich auch viel mehr passiert, Online-Spendenaufrufe über soziale Medien oder auch die eigene Website. Gerade bei der Webseite ist es wichtig, dass eben eine gut sichtbare Spendenschaltfläche, wie jetzt Spenden direkt sichtbar, oben rechts oder wo auch immer, aber wo es sozusagen der einfache Weg ist, wenn jemand spenden möchte, wenn der auf die Webseite kommt, gleich weiß, wo er hin muss und nicht noch suchen möchte, weil dann verliert man sie oft. Und es muss eben eine klare Information zum Verwendungszweck sein, also wie zum Beispiel, wir brauchen 2000 Euro für ein neues Spielgerät, bitte spendet, und dann kann man das natürlich auch schon mit so Spendenformularen von Better Place oder PayPal einbinden oder andere Anbieter und dann am besten auch schon 3 Auswahlmöglichkeiten an Spendenbeiträge, wo man nur anklicken muss und natürlich auch die Möglichkeit, den eigenen Betrag anzugeben. Aber man muss es eben dem Spender oder der Spenderin so einfach wie möglich machen, dass sie das Geld spenden können, weil sie oft einfach keine Lust und Zeit haben, sich dann damit auseinanderzusetzen. Crowdfunding muss man gucken, ob das für ein Projekt passt. Das ist ja eher aus der Kulturszene beispielsweise oder aus der Film, Musik bekannt. Es ermöglicht eben viele Menschen mit kleinen Beiträgen zu involvieren. Plattformen wären zum Beispiel Startnext oder GoFundMe. Es ist halt herausfordernd, weil man auf jeden Fall eine starke Community braucht, beziehungsweise die aufbauen muss, die eben dein Projekt dann teilt und unterstützt. Aber man kann es gerne ja auch mal ausprobieren mit einem kleinen Geldbetrag, um zu schauen, wie funktioniert es, weil man muss ja auch irgendeine Art mit einer Belohnung oder Gegenwert für dem Geld bekommen bei Crowdfunding. Also zum Beispiel könnte man jetzt, wenn man zum Beispiel, wie gesagt, ich arbeite auch bei einer Organisation, die Sportprojekte für Geflüchtete macht, und dort haben wir, könnte man zum Beispiel sagen, okay, wir brauchen jetzt, 2000 Euro für ein Fußballtraining. Und als wenn ihr Geld dafür gibt, dann kriegt ihr dafür zum Beispiel mal ein kostenlosen Torwarttraining von einem syrischen Torwart der zweiten Liga, also in Syrien. Oder ihr kriegt freie Startplätze für unser jährliches Turnier für dich und dein Team. Da muss man, glaube ich, ein bisschen kreativer sein, weil man ja nicht, wie jetzt zum Beispiel beim Film oder einer Musikgeschichte, was einen direkten Gegenwert hat. Was auch immer wichtiger wird und wo es auch immer mehr Möglichkeiten gibt, ist die Kooperation und Spende mit Unternehmen. Also gerade Unternehmen suchen oft nach Möglichkeiten, sich sozial zu engagieren. Also Schlagwort ist hier Corporate Social Responsibility. Und da einfach mal gucken, welche Unternehmen in deiner Umgebung passen vielleicht auch zu deinem Projekt, wo gibt es Überschneidungen, und dann dort einfach mal mit den Unternehmen ins Gespräch zu gehen, wie sie unterstützen können, sei es in Sachspenden als auch mit Geldern. Da muss man, das ist jetzt nur so am Rande gesagt, natürlich erstmal ein bisschen auch aufgucken, sind es Spenden oder ist es Sponsoring. Da müsst ihr euch gut informieren, weil das dann steuerrechtliche Geschichten mit sich zieht. Genau, und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Veranstaltungen durchzuführen, also wie Charity-Dinners oder Sponsorenläufe oder Benefizkonzerte, wo man eben sowohl Gelder sammeln kann, als eben auch die Aufmerksamkeit für das Projekt zu gewinnen. Also man sollte spaßige Events planen, die Teilnehmende anziehen, und man kann eben auch lokale Partner, Partnerinnen zu Kostensenkungen dazuhören. Dann werden wir wieder bei der Unternehmenskooperation beispielsweise auch. Und dadurch kann man natürlich auch die Reichweite erhöhen. Patenschaften sind auch so ein effektives Fundraising-Mittel. Das kennen wir so viel, glaube ich, aus dem Tierschutz.
oder in dem Bereich mit Tieren. Ist eben eine hervorragende Methode, um eine langfristige Bindung zu UnterstützerInnen aufzubauen. Also zum Beispiel Einzelpersonen oder Unternehmen finanzieren Teile eines Projektes, zum Beispiel für ein Kind oder für ein Tier oder für ein Kunstwerk. Und der Vorteil ist eben, dass es eine enge emotionale Verbindung gibt und es eine nachhaltige Unterstützung ist, weil man oft, wenn man solche Patenschaften hat, die auch wirklich länger und regelmäßiger dabei sind. Ansonsten gibt es noch den Hinweis, man kann auch Bußgelder, also Bußgeldmarketing machen. Das heißt, von Gerichten werden ja Strafzahlungen verhängt und diese werden dann oft an gemeinnützige Projekte weitergegeben. Da muss man sich halt registrieren, muss man immer gucken, wie das in seinem Bundesland oder in seinem Ort ist. Also in Berlin ist es zum Beispiel das Amtsgericht Tiergarten, wo es ein zentrales Verzeichnis gibt. Im besten Fall kennt man vielleicht Richter oder Richterinnen, die solche Sachen selber veranlassen können und die man mal ansprechen kann, wie es aussieht, ob sie das nicht mal mit aufnehmen können für sich, weil sie haben dann verschiedenste, also die haben dann verschiedenste Flyer dort und können dann immer gucken, okay, an die Organisation geht das. Manchmal hat es auch einen inhaltlichen Kontext. Aber da kann man auch einfach mal gucken. Das sind halt Gelder, mit denen man auf jeden Fall nicht planen kann, aber können eine gute Ergänzung sein. Das jetzt hier in kurz und knapp. Wenn ich euch davon etwas mehr interessiert, könnt ihr auch mal gucken, was es so für Online-Webinare, kostenfreie, zum Beispiel bei Stifterhelfen oder auch bei der DSEE gibt. Die haben nur manchmal so spezielle Seminare zu einzelnen Themen davon. Genau, und ansonsten hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet, dass ihr wisst, wo ihr jetzt gucken könnt, wo ihr sozusagen anfangen könnt, Fördergelder zu beantragen. Und ja, wünsche euch einfach viel Erfolg mit eurem Projekt, mit euren Projekten und noch eine schöne Weihnachtszeit. Tschüss.